Mit einer Höhe von über 100 Metern überragen die kalifornischen Mammutbäume die anderen geschätzten 60.000 Baumarten der Erde. Sie wachsen in den nebligen Bergen der Sierra Nevada, haben enorm breite Stämme und sind die höchsten Bäume der Welt. Aber selbst diese Giganten haben ihre Grenzen. Kein einziger Mammutbaum wurde bisher höher als 130 Meter. Viele Forscher glauben, dass die Bäume diese Höhe nie überschreiten werden, selbst wenn sie noch tausende Jahre weiterleben. Aber warum wachsen sie nicht unbegrenzt weiter? Das liegt an ihrem Saft. Um wachsen zu können, müssen die Bäume den durch Photosynthese gewonnenen Zucker und die über die Wurzeln aufgenommenen Nährstoffe dorthin befördern, wo das Wachstum stattfindet. So wie das Blut im menschlichen Körper, zirkulieren in den Bäumen zwei Arten von Pflanzensäften mit allen lebenswichtigen Stoffen für die Baumzellen. Einer davon ist der Phloemsaft. Er enthält Zuckerarten, die bei der Photosynthese entstehen, ist dickflüssig wie Honig und durchfließt das Phloemgewebe der Pflanze, um Zucker im ganzen Baum zu verteilen. Am Ende seiner Reise verdünnt sich der Phloemsaft und sammelt sich am Fuß des Baumes. Direkt neben dem Phloem befindet sich der andere Gewebetyp des Baumes, das Xylem. Es ist voller Nährstoffe und Ionen wie Calcium, Kalium und Eisen, die der Baum über seine Wurzeln aufnimmt. Hier am Fuß des Baumes befinden sich in dem einen Gewebe mehr Partikel als im anderen, sodass das Wasser aus dem Phloemsaft zum Ausgleich ins Xylem absorbiert wird. Diese osmotische Bewegung erzeugt nährstoffreiche Xylemsäfte, die den Stamm hinaufwandern und die Nährstoffe im Baum verteilen. Auf dieser Reise gibt es jedoch ein gewaltiges Hindernis: die Schwerkraft. Um diese Herkulesaufgabe zu bewältigen, nutzt das Xylem drei Kräfte: Transpiration, Kapillarwirkung und Wurzeldruck. Bei der Photosynthese öffnen und schließen die Blätter Poren namens Stomata. Durch diese Spaltöffnungen gelangen Sauerstoff und Kohlendioxid ins Blatt und wieder heraus. Zudem kann durch deren Öffnungsapparat Wasser verdunsten. Die Verdunstung, Transpiration genannt, erzeugt einen Unterdruck im Xylem, der den wässrigen Xylemsaft den Baum hinaufzieht. Der Sog wird durch die sogenannte Kapillarwirkung des Wassers unterstützt. In engen Röhren sind die Anziehungskraft zwischen Wassermolekülen und die Adhäsionskräfte zwischen dem Wasser und seiner Umgebung stärker als die Schwerkraft. Diese Kapillarbewegung ist in Xylemfäden, die dünner als ein menschliches Haar sind, sehr stark. Wo diese Kräfte den Saft ziehen, erzeugt die osmotische Bewegung am Fuß des Baumes einen Wurzeldruck, der den frischen Xylemsaft den Stamm hinaufdrückt. Die Kräfte treiben den Saft in schwindelerregende Höhen, wo er Nährstoffe verteilt und neue Blätter für die Photosynthese wachsen lässt, hoch über den Wurzeln. Trotz dieser ausgeklügelten Systeme ist jeder Zentimeter ein Kampf gegen die Schwerkraft. Je höher die Bäume wachsen, desto geringer wird die Versorgung mit den Lebenssäften. Ab einer bestimmten Höhe können sich Bäume das bei der Photosynthese verdunstende Wasser nicht mehr leisten. Und ohne die fürs Wachstum erforderliche Photosynthese widmet der Baum seine Ressourcen bereits vorhandenen Ästen. Diese Hypothese der hydraulischen Begrenzung ist derzeit das beste Erklärungsmodell dafür, warum Bäume selbst unter perfekten Bedingungen nur ein begrenztes Wachstum haben. Anhand dieses Modells, der Wachstumsraten sowie des bekannten Bedarfs an Nährstoffen und an Photosynthese, konnten die Forscher Wachstumsgrenzen für bestimmte Arten berechnen. Bislang haben sich diese bestätigt. Selbst der höchste Baum der Welt liegt immer noch etwa 15 Meter unter der Obergrenze. Forscher untersuchen weiterhin mögliche Erklärungen für diese Grenze. Und vielleicht gibt es ja gar keinen allgemeinen Grund, warum Bäume aufhören zu wachsen. Aber bis wir mehr wissen, ist die Höhe der Bäume eine weitere Art, wie die Schwerkraft das Leben auf der Erde buchstäblich formt. Die Schwerkraft ist bei weitem nicht das Einzige, wogegen Pflanzen kämpfen müssen, um zu überleben. Von Pilzen über Raupen bis hin zu Elefanten. Pflanzen sind ständig Angriffen ausgesetzt. Und sie haben faszinierende Verteidigungen entwickelt. Erfahre in diesem Video mehr über ihre Abwehrmechanismen.